So, willkommen zurück auf dem Kanal, E-Robbie. Und heute geht es los mit einem neuen Let's Play. Was ich allerdings zuerst als Pilot rausbringen möchte. Allerdings habe ich jetzt schon, ich sag jetzt mal sowas wie Stimmen oder die Zustimmung oder wie soll man das bezeichnen? Also den Wunsch geäußert bekommen haben. Ist auch egal. Jedenfalls an dieser Stelle schönen Gruß nach Bonn an Steffi und Co. Ja, ich mache es jetzt doch oder wirklich ein Let's Play zu Mario Kart Wii. Und wie ihr seht, also das ist jetzt das, was ich bereits mal vorbereitet habe. Allerdings dachte ich mir, doof, wenn ich jetzt hier einfach weiterspiele, also mache ich das Ganze neu. Machen wir das Ganze doch einfach mal. Ein neues Mario Kart Wii Fahrerprofil wird angelegt, jawohl. So. Und jetzt wird's schwierig. Jetzt muss ich mich entscheiden zwischen den ganzen Leuten. Also ich habe hier einmal Johnny Depp, Tony Stark, Angela Merkel. Ach, das ist jemand, den ich aus dem Real Life kenne. Das ist King Farmer. King Farmer 1989. Abonnieren, abonnieren, abonnieren. Hello Kitty. Okay, das ist Mr. Stupid. Kriege ich Ärger, wenn ich den nehme? Ich weiß es nicht. Ich habe einen Spider-Man selbst kreiert, der ist aber ziemlich hässlich. Steffi! Haha, da bist du ja wieder. Um wieder mal zurück an die Grüße nach Bonn zu gehen. Und Mr. P. Ich glaube, ich nehme den mal. Ja, der ist schön, den nehme ich. So, Mr. P. Entschuldigt meine komische Stimme und meinen, ja, den verschnupften Unterton. Ich bin leicht erkältet. Aber ich werde mir Mühe geben, möglichst normal und vernünftig zu reden. So, jetzt geht's weiter. Also ich habe jetzt erstmal Singleplayer gewählt. Grand Prix. Ja, wir fangen dann einfach mal vorne an mit 50, ne, hier und so. Ja, Gott, jetzt ist der Geist nicht da. Ich nehme immer den Geist sehr gerne. Dann nehme ich einfach mal Mario, weil es Mario Kart heißt. Ich bin eigentlich kein Fan von diesem Typen. Windschnitte, Beschleunigung, bla bla bla. Ich nehme einfach das Ding hier. So, ich mache alles manuell. Und ich muss eingestehen, ich spiele mit Nunchuck. Das bedeutet, ich lenke jetzt nicht wie mit einem Lenkrad, sondern ich spiele mit Nunchuck. Also ich steuere mit dem Joystick. Warum? Erstens ist es einfach viel einfacher. Ich könnte natürlich hingehen und jetzt sagen, oh, ich fange jetzt an, mich langsam da hineinzugewöhnen und umzugewöhnen. Aber auf euren Wunsch hin natürlich würde ich dann sagen, okay, ich mache das eine oder andere Rennen mal mit New Play Control. Aber jetzt so, ohne dass der besondere Wunsch aufkommt, spiele ich nur mit Nunchuck. Das ist auch wesentlich einfacher, meiner Meinung nach. Und ja, wie man sieht, also ich bin hier direkt am Driften. Versuche dann auch den Windschatten von den Gegnern zu bekommen. So, Power, wie heißen die Dinger? Power-Ups? Ne, doch Power-Ups. Gucken, was die anderen machen. Das ist eine größere Linkskurve. So, ich die Beschleunigung nehmen. Dann hier auf dem Beschleunigungsstreifen, das ist ja Luigis Piste, ne? Immer schön außen fahren, damit man auf dem Beschleunigungsstreifen ist. So. Wenn ich Z gedrückt halte, dann habe ich im Prinzip, ja, dann halte ich den Panzer halt fest. Das kann ich überlegen, werfe ich den nach vorne, in die Seite oder nach hinten. Ich werfe den mal nach hinten, weil die es verdient haben. So, dann aktiviere ich direkt wieder meine Bananen, die dann auch direkt hinter mir gestaffelt bleiben. So, jetzt lasse ich die mal los. So, ich nehme den, genau. Okay, jetzt Pau Pau. Diesen Pau kann man ausweichen, indem man im richtigen Moment den Controller schüttelt. Macht man es richtig, dann, ja, was passiert dann? Dann dreht man sich halt nur einmal. Man verliert zwar dann alle seine gesammelten Power-Ups, aber man dreht sich dann nicht endlos lange und bleibt dann auch nicht stehen. So kann man dann im Prinzip einfach weiterfahren. Das hat dann dadurch halt auch seine Vorteile.
So, hoppla, das war jetzt ein Fail. Ja, ich werde nämlich gerade abgelenkt von diversen Text-Messages. So, das kommt mal nach hinten. Hoppla. Eieieiei. Wie gut, dass wir hier im 50er Cup sind. Daher habe ich... Das darf nicht wahr sein. Genug Vorsprung, als dass ich dann hier irgendwie auf Platz 2 oder so verdrängt würde. Auf geht's. Nächstes Rennen. So, ja, ich war jetzt sehr schweigsam, ihr konntet euch die Kumu-Weide in Ruhe ansehen. Ich bin halt jetzt nicht so der Gegner wie zum Beispiel Gronkh. Ja, um den Namen auch mal zu erwähnen, Gronkh, der große Let's Player. Der große Gronkh. Jawoll. Na komm schon, drift in den Windschatten, drift in den Windschatten und... da war ich zu lang gedriftet. Bin ich zu lang gedriftet. So. Ey, eine Banane. Na, böse. Ach, hier ist das Pau. Jetzt habe ich wieder den Controller natürlich so leicht nach oben geschüttelt. Ah, jetzt werde ich abgeschossen von einem grünen Panzer. Böse. So, jetzt habe ich selber einen grünen. Ha, jetzt schieße ich nach hinten. Ups. Vorsicht. Ah. Nein. Ja, ich bin nicht besonders gut mit den Autos. Ich bevorzuge in Mario Kart Wii immer die Motorräder. Ach, hier. Ihr könntet mir da vielleicht mal helfen. Ich habe nämlich selbst eine Frage. Und zwar, wenn ich drifte. Das war bei Mario Kart 64, soweit ich weiß, so. Ich konnte driften. Dann wird es blau. Dann irgendwann orange oder gelb, je nachdem wie man sieht. Und ja, dann wurde es irgendwann rot. Hier ist es aber so, ich bin jetzt noch nie weiter als bis gelb gekommen. Mag vielleicht daran liegen, dass ich vielleicht nicht so viel drifte, aber ich habe schon meiner Meinung nach eigentlich ziemlich lange gedriftet. Und da habe ich mich gefragt, warum wird es dann nicht irgendwann rot, ne? Vielleicht haben die es abgeschafft, ich weiß es nicht so genau. Das kann natürlich auch so sein, muss aber nicht. Schreibt es vielleicht einfach in die Kommentare. Und ja, dann lerne ich vielleicht auch mal was. So, hier wieder geschüttelt, nicht gerührt und zack, erster, bumm. So, dann geht's weiter. Also ich bin jetzt zweimal Erster geworden und ja, Luigi anscheinend zweimal Zweiter. So, dann geht's mal weiter hier. Ah ja, Blitzstart, kann ich auch mal erwähnen. Blitzstart ist ab. Also kurz bevor die 2 wohl am Verschwinden ist, sollte man beim Blitzstart, also quasi anfangen Gas zu geben. Es ist jetzt nicht so wie bei N64, Mario Kart N64, dass man
im letzten Moment halt kurz bevor die letzte Zahl weg ist, dann Gas geben soll, sondern man gibt halt vorher schon ein bisschen Gas und halt in dem Fall ab kurz bevor die 2 verschwindet. Bei Sonic Riders, Quatsch, Sonic Riders, bei Sonic und Sega All-Stars Racing ist es so, dass es halt gerade da, wo die 2 erscheint, sollte man dann dieses wunderbare Knöpfchen drücken für Gas geben, also A. Und ja. So viel zum Blitzstart. Macht man es zu früh, dann drehen die Reifen durch und dann startet man im Prinzip viel zu spät. Eieiei, ich muss mal den Wii-Controller ein bisschen leiser machen gleich. Das ist ziemlich nervig schon. So. Erstmal hier meinen Panzer als Schutz. Ich habe bestimmt gleich wieder abgeschossen. Ja, Stunts. Man kann hier natürlich auch Stunts machen, wie man sieht. Das ist dann dieses Glitzer und dieses Gebimmel, was man hier die ganze Zeit hört. Kurz vor Absprüngen und all so ein Kram. Klippen und was es alles gibt. Rampen. Einfach einen Controller schütteln und dann macht er einen kleinen Stunt. Kommt er wieder auf den Boden auf, also der Fahrer, hat man dann den tollen Vorteil, wie man es gleich sieht, zack, da gibt er ein bisschen Gas, dass er eine leichte Beschleunigung, ich sag mal, ausführt, oder leicht beschleunigt. Zack, hier wieder schütteln und da gibt er wieder Gas, jawohl, so. Dann wichtig in Kurven natürlich immer viel, viel driften und so ein Kram. Es kommt der Tintenfisch. Liebe Grüße an Lisa in diesem Fall. Och nee, nee, komm schon. Oh, verdammte Hacke. Ja, das ist dann, diesem Ding kann man so gut wie gar nicht ausweichen. Ist mir bisher einmal geglückt, das war auch ein Zufall. Das war auf dieser wunderschönen Schneestrecke mit den Pisten und den Rampen. Und ja, hier werde ich jetzt gerade Vierter. Pech gehabt. Da kann ich jetzt aber auch so nichts für. Einfach mal weiter. Also Erster werde ich jetzt auf jeden Fall noch in der Gesamtwertung. Die Frage ist jetzt, werde ich dann direkt auch den Sternenrang hinbekommen? Blöd ist jetzt, dass ich gerade in der Luft von diesem blauen Panzer getroffen worden bin und direkt auch runtergefallen bin. Auf festem Boden sähe das Ganze anders aus. Da wäre ich im schlimmsten Fall noch Zweiter geworden. Man verliert halt sehr viel Zeit, wenn man halt irgendwie ins Ausgerät oder abseits wegdriftet und dann im Wasser oder in der Lava versinkt, je nachdem wo man fährt. Oder einfach nur in die Tiefe fällt. So, hier gibt es noch einen kleinen Beschleunigungseffekt auf dem grünen Bereich. Das werden wir jetzt gleich auch noch sehen und feststellen. Noch ein paar Stunts oder wie meine Power-Ups. Ja, ist doch wunderbar. Zack. Ein bisschen noch hier rechts fahren, abschießen. Treffe ich auch jemanden. Genau, und hier sollte man möglichst nicht auf dem roten Bereich kommen, weil, wie gesagt, rote Pfeile, die nach hinten zeigen, wird da anti-beschleunigt. Anti-beschleunigt, was für ein Wort. Wunderbar. Boah, Vorsicht. So. Ja, hier am besten auf die Geschwindigkeitsstreifen drauf fahren, zack, dann kommt man auch durch den Matsch, bleibt dann nicht stecken. Ja. Hier eine Kurve wieder nehmen. So. Fährt dann garantiert gleich einer rein. Werden wir gleich sehen, wenn Mario sich freut. Hui.